Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe! You have a visitor. Oh, Mann. Ja, ihr seht schon wieder, was Life is Strange eigentlich ist. Ein echt tolles Spiel, wo wir die Geschehnisse mit Zeitsprüngen verändern. Und unser letzter Zeitsprung hat so einiges verändert. Oh Mann, Square Enix, was, na gut, Square Enix published da nur. Die haben nicht viel gemacht, aber... Jetzt kommen die Übeltäter, Mann. Downnut Entertainment, was habt ihr euch da ausgedacht? Geniale Scheiße. Total verrückt. Ja, wenn wir noch mal Revue passieren lassen müssten, was wir glaube ich nicht müssen, wir haben jetzt das in der Zusammenfassung alles noch mal gesehen. In der Episode 3 von Life is Strange, aber nun sind wir in Episode 4 Dark Room. Wir haben Chloes Vater vom Tod bewahrt und ja, dadurch hat sich alles verändert. Wie ihr schon sehen könnt, Chloe sitzt nun selbst im Rollstuhl, weil sie einen Autounfall hatte. Das nur, weil ihr Vater überlebt hat. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby.
I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Von toten Wahlen, ja. Are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real und survivor, die Wale hier gestrandet. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Es war also doch das zu frühe Autofahren. Wollen wir da jetzt lieber über den Unfall reden, oder? Naja. Komm. Vielleicht will sie ja drüber reden. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Also haben sie sich wahrscheinlich nie kennengelernt. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Mann, wie sich auch so eine Persönlichkeit ändert. Haben wir nur angerichtet. Und ihr hört vielleicht schon, ich bin etwas erkältet. Das ist auch der Grund, warum jetzt zwischenzeitlich keine Folgen kamen. Da tut mir leid, aber ja, meine Stimme war so im Arsch. Das wollte ich euch nicht antun. Oh Mann. Pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on.
Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Na klar. Aber nicht, bevor wir uns hier alles angeguckt haben. Nee, keine Ahnung. I still can't believe I put Chloe in that chair. Aber es ist wirklich wegen uns. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. It's nice my parents sent a card at least. Hm. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unserem Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung. Ryan und Vanessa Caulfield. Oh Mann. Thinking of you. Wir denken an dich. I wonder who this is. Kind of a generic card. Ich denke an dich, liebe Chloe. Es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. Okay. Who the fuck is Megan? I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Und es geht wieder los. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich komme wie ein Null vor, wenn ich sowas wie "Ich hoffe, es geht dir gut" schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und möchte nicht, dass unsere Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. Liebe Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Weiß es nicht. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Chloe is still a punk at heart, but she can't stage dive anymore. The Black Ethic Club, nur für 21 Uhr älter. Programm Oktober 2013, Black Flag Tribute Band, Dorothy Twister, Low Pants Eyes, Pisshead, The Disco Boys und Groovy Julius. Sowas. That's so cool that Chloe has made friends online. Hot Wheels Chat. Willkommen in Hot Wheels Chat. Handybot. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue, was machst du gerade? Ignatius, mit dir reden. Haha, ohne Witz. Ich zieh mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Was? Zurück in die Vergangenheit? OMG, liebe es. Scott Bakula ist super. Hat sich da auch dieser Film geändert? Oh Mann. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Psycho. Ich melde mich, du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Max is... Whoa. Oh. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Was wollte sie sagen? Ich hab's nicht gehört. There's the old Chloe. Drink up, Buttercup. Hat lange gedauert.
Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Woran erinnerst du dich? What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Jetzt schon benutzen? That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Das ist wahr. Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. Das hat sie vor uns gesagt. Ah, here's the DVD. Ja, aber ich hätte sie noch nicht reinlegen. Ich will mir noch alles angucken. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Pirate Power. Piraten die Macht. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Zeugnis 1-1, alles 1. Oh Mann.
Ach, da war noch was. Ich bin da ein Depp. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Boards nur für Skater. Da war noch was. Wow, Sir. Chloe was... What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Was hat er gemacht? Der gute... Direktor. Sehr geehrter Mr. Price und Mrs. Price. Als Direktor stehe ich ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgelände von vor 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Aha. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. West Miskatonic Institute in Bolton als passende und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderung und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag für ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Director Wells. Aha. Gieriger Sack. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man, she has to use that ventilator just to breathe. Oh man, sie ist so traurig. Fernseher geht automatisch an. Mhm. Oh Mann, ey. Und sie sind beide eingeschlafen. Wetten? Ist euch schon mal aufgefallen, dass alle PCs hier denselben Bildschirmschoner haben? Chloe ist noch wach. I can't believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay?
I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir ihr die geben. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ihr jetzt hier eine Morphium-Injektion zu geben. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Sanitätsartikel Kronenberg. Okay, Rock Castle, Oregon. Ach du Scheiße. $8,587. Überfällige Zahlung. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Okay. Ach du Scheiße, was haben die hier alles geschrieben? Max, bist du beschäftigt? Meine Hausaufgaben wie immer. Was? Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir durch deine bloße Existenz. Ich versuch's und ich hab das super Gras von du weißt schon wem besorgt. Nur zur Info. Bewahr was für mich auf, muss weg. Bist du. Ach du Scheiße. Jetzt konsumiert sie schon selber. Komm heute Abend in mein Zimmer. Max, alles cool? Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Oh Gott. Wirk. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstill, wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Was ist denn los mit dir? Sind wir jetzt die neue... Wir sind wohl jetzt die neue Dings. Ich habe ihren Namen jetzt vergessen. Unwichtige Persönlichkeit, die brauchen wir nicht. Victoria, wir sind jetzt die neue Victoria in dem Club oder was? They gave Chloe their giant expensive HDTV and they use our shitty tube television. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren Sie, wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihr Hypothekkonto im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von $12,000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 13. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von $12,000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsverstreckung ihres Heims beginnen. Wir haben sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp, Kreditinstitut. Die Sache ist nur, jetzt wo wir so beliebt sind, und auch mit dem Nathan Prescott in guter freundschaftlicher Beziehung stehen, so wie es aussieht. Können wir die nicht einfach die Prescotts dazu bitten, denen hier ein bisschen Geld zu geben? Das wäre doch jetzt... I don't think Joyce's tips will cover all this. Dann wäre das ja eigentlich recht einfach. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Aber echt.
Ja, und da unten hätte man irgendwas hinterlassen können, was wir aber nicht gemacht haben. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Gestrandete Engel, die Suche nach den Walen. Die Küste-Arcadia bediente einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen. Und ihr Verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder, entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllten keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studierten Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältige Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Okay. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Ja, nur dass Chloe sie überhaupt nicht kennt. Das ist ja das Mysteriöse. Suche nach beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen und doch verstärkten stärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Base. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show Wo sind sie hinweckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. Keine Ahnung. Aber hier scheint es wirklich mehr Leute zu interessieren, dass sie weg ist, als in der anderen Realität. Da hängen zwar überall diese Plakate von Chloe an sämtlichen Wänden und Straßenlaternen und Schaufenstern und was weiß ich nicht alles. Aber hier macht sich ja, aber in der alten Realität hat die Polizei ja schon quasi aufgegeben, nach ihr zu suchen, und hier ist ja noch großes Aufgebot an FBI, die nach ihr suchen. Ja, und ich würde sagen, das war's schon von der ersten Folge von, ja, Life is Strange, in der neuen Episode, in der Episode 4 Dark Room. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit William sprechen und ja, gucken mal, wie sich das alles in dieser Realität noch weiterentwickeln wird. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.